dem Video des letzten Fensters zum Arbeitsblatt Potenzen und Wurzeln wollen wir noch einer sehr spannenden Frage nachgehen. Nämlich, bisher haben wir immer nur mit Exponenten gearbeitet, die rationale Zahlen waren. Aber es gibt ja noch was neben den rationalen Zahlen, nämlich die irrationalen Zahlen. Was passiert nun, wenn wir als Exponent eine irrationale Zahl haben? Dieser Frage wollen wir in diesem Video nachgehen. Aber davor müssen wir kurz klären, was die irrationalen Zahlen eigentlich sind. Also die irrationalen Zahlen sind alle reellen Zahlen, die keine rationalen Zahlen sind. Und was für Zahlen sind das jetzt zum Beispiel? Das ist Wurzel 2, Pi oder auch e. Die irrationalen Zahlen sind jetzt eben alle Zahlen, die eine unendlich lange und nicht periodische Nachkommastelle haben. Die Nachkommastelle ist das nach dem Komma, also das rechts von dem Komma, und die haben eben eine unendlich lange und vor allem nicht periodische Nachkommastelle. Wie schon gesagt, wollen wir uns jetzt in diesem Fenster die Frage stellen, welche Zahl ist eigentlich 3 hoch Wurzel 2? Als erstes müssen wir mal eine Möglichkeit herausfinden, wie wir die Potenz 3 hoch Wurzel 2 überhaupt ermitteln können. Und das machen wir eben, indem wir immer eine Nachkommastelle hinzugeben. Das heißt, wir beginnen mit keiner Nachkommastelle, dann mit einer, dann mit zwei und so weiter. Und welche Nachkommastellen hat jetzt Wurzel 2? Also Wurzel 2 ist die Zahl 1,414213 und so weiter. Das heißt, wir betrachten jetzt die folgenden Beispiele 1 bis 5, wo wir zuerst mit dem 1er starten, dann haben wir schon eine Nachkommastelle, den 4er, dann 2, dann 3 und dann 4. Ermittle jetzt mit Hilfe deines Taschenrechners, welche Werte diese Potenzen haben. Drück dazu auf Pause. Okay, sehen wir es uns gemeinsam an. Als A1 haben wir 3 hoch 1 und das ist natürlich 3. Als A2 haben wir jetzt schon eine Nachkommastelle und somit haben wir die Potenz 3 hoch 1,4. 1,4 erhalten wir aber auch, indem wir 1 plus 4 Zehntel rechnen. Und das nutzen wir jetzt, indem wir den Exponenten aufspalten, also die 1,4, nämlich auf 3 hoch 1 mal 3 hoch 4 Zehntel. Wir wissen ja, Potenz mit selber Basis, da dürfen wir die Exponenten addieren. Warum erkläre ich das jetzt so genau? Weil wir so jetzt jeden Schritt abarbeiten und dieses Verständnis sehr wichtig dafür ist. Anschließend wissen wir schon, was 3,1 ist. Das ist nämlich A1 und A1 war 3. Somit kommt dann 3 mal die 10. Wurzel aus 3 hoch 4 und da kommt dann 4,65553 raus. Kommen wir zum dritten Beispiel. Hier haben wir jetzt eine Nachkommastelle mehr, nämlich eine 1 in der Nachkommastelle mehr. Nun haben wir dann 3 hoch 1,4 mal 3 hoch 1/100, da wir diese neue Nachkommastelle wieder abspalten können und dann erhalten wir eben 3 hoch 1/100. Wir wissen jetzt wieder, dass 3 hoch 1,4, das war ja A2 und diesen Wert haben wir schon davor ermittelt. Das heißt, wir müssen nur noch diesen Wert mit der 100. Wurzel aus 3 multiplizieren. Und da kommt dann 4,70696 raus. Dasselbe machen wir beim vierten Beispiel, wo wir wieder eine Nachkommastelle mehr haben. Die neue Nachkommastelle abspalten und den alten Wert mit dann eben der 1000. Wurzel von 3 hoch 4 multiplizieren. Und da verändert sich der Wert fast nicht mehr. Wir haben jetzt schon 4,727969. Und als letzten Schritt haben wir nochmal eine Nachkommastelle dazu, nämlich den 2er.
Und da ist dasselbe Spiel, nur haben wir jetzt schon die zehntausendste Wurzel aus 3 hoch 2, die wir mit dem alten Wert multiplizieren. Und da kommt dann 4,72873 raus. Aber warum machen wir das jetzt alles? Also wir wollen damit unter anderem folgende Frage beantworten, nämlich: Warum ist jetzt die n-te Wurzel aus 3 hoch m immer größer gleich 1 für alle n größer gleich 1 und m größer gleich 0? Das ist eine sehr grundlegende Überlegung. Und dazu machen wir jetzt eine Überlegung gemeinsam. Also wir wissen ja jetzt, unser m muss größer gleich 0 sein laut der Frage. Und da wir dann 3 hoch m haben und das m größer als 0 ist, ist 3 hoch m größer gleich 1. Denn falls wirklich m das niedrigstmögliche ist und das ist dann 0, dann haben wir 3 hoch 0 und das ist 1. Wir verwenden jetzt statt 3 hoch m einfach a, da das dann einfacher ist. Und das a ist jetzt somit größer gleich 1. N ist wieder laut Angabe größer gleich 1. Und jetzt wollen wir eben zeigen, dass die n-te Wurzel aus a größer gleich 1 ist. Dazu müssen wir uns jetzt wieder die Frage, die wir uns immer stellen bei Wurzeln, stellen, nämlich: Welche Zahl muss sich n-fach mit sich selbst multiplizieren, um eine Zahl zu erhalten, die größer gleich 1 ist? Also nur wenn wir eine Zahl, die größer gleich 1 ist, n-fach mit sich multiplizieren, erhalten wir auch wieder eine Zahl, die größer gleich 1 ist. Falls ihr mir das jetzt nicht glaubt, habe ich hier ein sehr anschauliches Beispiel noch für euch vorbereitet, nämlich folgendes. 1,001, das ist sehr nahe bei 1, aber doch größer. Und die multiplizieren wir mit sich selbst. Dann erhalten wir 1,002001. Und wir sehen, die neue Zahl ist größer als die alte. Und sie ist größer als 1. Aber was passiert jetzt, wenn wir eine Zahl mit sich selbst multiplizieren, die kleiner als 1 ist? Nehmen wir dazu 0,999 mal 0,999 und hier erhalten wir dann 0,99801. Somit erhalten wir eine Zahl, die kleiner ist als die Ausgangszahl, wenn wir eine Zahl mit sich selbst multiplizieren, die kleiner als 1 ist. Und daher gilt auch, dass die n-te Wurzel aus 3 hoch m größer gleich 1 ist für alle n größer gleich 1 und m größer gleich 0. Schauen wir uns noch die letzten Zeilen dieses Fensters an. Und wieso haben wir das Ganze gemacht? Das ist eine gute Überleitung, um auf das Thema Grenzwert zu kommen. Denn die ganzen Glieder, die wir links berechnet haben, also A1 bis A5, kann man Folgenglieder nennen. Und diese Folge, die wir hier haben, A1 bis A5 und so weiter, ist monoton wachsend. Sie wird immer größer. Und der Grenzwert liegt dann bei 3 hoch der Wurzel aus 2. Das heißt, ihr habt jetzt eure erste Folge kennengelernt und die ist aus einer Potenz mit einem irrationalen Exponenten entstanden. Ich hoffe, ihr habt dabei viel gelernt und falls du das Thema Grenzwerte genauso spannend wie ich findest, würde ich dir gleich das Arbeitsblatt Grenzwerte empfehlen. Ich hoffe, du hast in diesem Videozyklus viel lernen können. Es wird ein weiteres Video zu diesem Videozyklus geben und in diesem werden wir gemeinsam ein paar SRTB-Aufgaben durchrechnen. Bis zum letzten Video dann.